Zu dem, was die DDR erfolgreich überlebte und bis zum heutigen Tag liebevoll verehrt wird, gehören ein Mann und drei unscheinbare kleine Figuren. Gemeint sind Hannes Hegen und seine dicke Dachs. In der DDR blieben sie ungeehrt, weil sie taten, was sie wollten, stellvertretend für ihre Leser. Experten halten die dicke Dachs heute für Comic vom Feinsten. Ich bin etwa zur Zeit der dicke Dachs mit der Weltraumreise geboren. Erinnere mich, die dicke Dachs konnten erfinden, was uns verboten war. Das Eierkarussell, die verhexten Fässer, den Trick mit den Kugeln und die Dampfmaschine. Die dicke Dachs kämpften für die Gerechtigkeit, die wir als Kinder und auch später oft als Erwachsene vermissten. Durch Schlauheit und List als Entdecker und Erfinder und als Forscher fanden sie immer einen Ausweg zu einem guten Ende. Über viele Jahrgänge der Zeitschrift Mosaik suchen Dick und Duck ihren Bruder Dicke Duck und folgen ihm über alle Grenzen hinweg durch Raum und Zeit. Auf dieser geografischen und historischen Reise betreten die Dicke Ducks Erfahrungsräume menschlicher Kultur, jenseits der DDR. Furchtlos listiger Umgang mit der Technik oder eine Reise nach Rom. Mit den Dicke Ducks lebte man jenseits der erlaubten Welt. Und nach vielen Abenteuern trafen die witzigen Knirpse auf Ritter Runkel und bereisten mit dieser Comicversion des Don Quixote in einem ritterlichen Traumschiff die Meere. Ich habe schon als kleiner Bub für meine Freunde Bildergeschichten gezeichnet, dergestalt, dass ich eine Laterna Magica hatte. Und mir fehlten die Bildstreifen dazu und da habe ich auf Glasstreifen lustige Figuren gezeichnet und die habe ich dann meinen Freunden vorgeführt. Das waren eigentlich meine ersten Bildergeschichten. Da war ich so ungefähr 8, 9 Jahre alt. Inzwischen sind die Dicke Ducks erfolgreich auf den gesamtdeutschen Markt getreten. Heute lesen die Kinder, womit ihre Eltern einst aufwuchsen. Das Mosaik existiert als Nachdruck und Buchausgabe. Kaum jemand kann sich heute noch vorstellen, was in der DDR notwendig war, um ein Abonnement des Mosaiks zu ergattern. In Vergessenheit geraten ist, wie und warum dieses Heft so erfolgreich im Alltag der DDR wurde und sich 20 Jahre behaupten konnte. Also die Gründung des Mosaik scheint nur ganz zufällig in das Jahr 1955 zu fallen, ist tatsächlich aber Teil einer ziemlich komplexen Entwicklung, zu der beispielsweise gehört, dass es seit Anfang der 50er Jahre auf dem westdeutschen Zeitschriftenmarkt zu einem enormen Boom der Comics, sowohl in den Zeitschriften als auch als selbstständige Zeitschriften, kommt. 1951 erscheint die westdeutsche Mickey Mouse zum ersten Mal. Zeitschriften, die auch und zwar in hunderttausenden Exemplaren in der DDR gelesen worden sind. Es gibt also von 1958 beispielsweise einen Bericht der Berliner Kriminalpolizei, dass allein 1957 und nur im Ostteil von Berlin 800.000 Exemplare westlicher Comics konfisziert, beschlagnahmt worden sind. Man kann sich also nur vage vorstellen, wie viele nicht konfisziert worden sind, sondern durchgekommen sind. Es gibt eine Frontstadtkultur, die es der Jugend nicht leicht macht, den Weg ins Leben zu finden. Welchen Weg? Ohne den Kalten Krieg und das, was an bedrucktem Papier aus dem Westen in die DDR gespült wurde, hätte es die Dicke Ducks und das Mosaik wahrscheinlich nie gegeben. Die in den 50er Jahren stark angestiegene Jugendkriminalität wurde von den Staatsorganen der DDR gerade dem schädlichen Einfluss der Groschenhefte zugeschrieben. Nur weil die Jugendlichen die sogenannte Schundliteratur gelesen hätten, seien sie kriminell geworden. Kein Auge zudrücken dürfe man deshalb gegenüber dieser Kultur der langen Messer und diesem Gift in schwarzen Lettern, tönte es in einheitlichem Jargon aus den damaligen Tageszeitungen. Ihre Schlagzeilen spiegeln diese politische Fantasie. Parallel dazu erhielten die DDR-Verleger den Auftrag, ein sozialistisches Comicheft zu entwickeln. In genau dieser Situation 1955 betrat Hannes Hegen mit der Idee für das Mosaik das Direktorenzimmer des Verlages Junge Welt.
Das war eine Sternstunde des Comic. Nur der Name fehlte noch. Eines Tages saß ich am Zeichenbrett und ich hörte meine Wanduhr an der Wand ticken. Tick, tack, ticke, tack. Da dachte ich mir, das müsste es sein. Aber tick, tack, ticke, tack, das ist viel zu hart mit T und CK. Und da dachte ich mir, das müsste man weich machen mit dick, tack, dicke, tack. Die sind witzig, die Sachen, die sind hervorragend gezeichnet und von der Idee her gut durchgearbeitet. Man kann damit richtig einen Atlas sich daneben legen und die Routen nachvollziehen. Man kann die geografischen Dinge, die hier genannt sind, stimmen. Es stimmen auch die historischen Fakten. Also es ist richtig, auch obwohl es doch mit so viel Spaß und Action gemacht ist, richtig Populärwissenschaft, was da drin steht. Was entstand, war tatsächlich ein ganz eigener DDR-Comic. Witzig gezeichnet und in jeder Einzelheit genau recherchiert. Aber wie sollte man begründen, dass es für einen jungen DDR-Bürger von Wichtigkeit sei, einen detailgetreuen Stadtplan von Venedig kennenzulernen? Hannes Hegen schürte, und das war unübersehbar, die Sehnsucht nach der Welt. Das war nicht das, was die Politiker sich vorgestellt hatten. Aber ein schneller und anhaltender Erfolg bei den Lesern machte Hannes Hegen souverän gegen Einmischungsversuche in sein Konzept. Tapfer wie seine dicke Dachs behauptete er sich in allen Auseinandersetzungen, wenn von ihm wieder und wieder verlangt wurde, den Sozialismus und seine Errungenschaften darzustellen. Stattdessen wurden die dicke Dachs auch ein parodistisches Kaleidoskop des DDR-Alltags. Heute rufen dieser Einfallsreichtum und Witz nach einer filmischen Umsetzung. Sie soll einzig den Abenteuern der dicke Dachs mit Ritter Runkel von Rübenstein gewidmet sein. Der Pilotfilm existiert bereits und erinnert genial an das Hauptgemüse der Deutschen Demokratischen Republik. Rüben in allen Arten. Hey Dick, hast du sowas schon mal gesehen? Runkelrüben, nichts als Runkelrüben. Ha, Rübendiebe! Hey, mach's Licht an! Sonne! Rübendiebe, volle Deckung! Na dann, ne? Fallen dir Rüben auf den Kopf, brauchst du einen Unterschlupf. Ha, wollen dir Feinde an den Kragen, musst du einen Angriff wagen. Attacke! Rübendiebe! Oh, oh, wenn's im dunklen Walde bebt, dort vielleicht ein Drache lebt. Wir heißen Dick und Dank und haben den Sohn des Burgherrn gefunden. Er braucht Hilfe. Mein Sohn, was ist ihm denn wieder zugestoßen? Ah, mein Söhnchen, mein armes Söhnchen, mein Söhnchen. Ein ganzer Freund ist der Schönste. Also ich denke, dass das Mosaik von Anfang an sich von der Masse der gerade westlichen Comicproduktion durch eine ganze Reihe von Kriterien unterschieden hat, dass es aber erst mit dem Beginn der Ritter-Runkel-Serie 1965 bei sich selbst angelangt war und es gelingt, eine große Serie, die immerhin über 62 Hefte hinwegläuft, um den Ritter-Runkel zu schaffen, die das Mosaik unter die vielleicht 4, 5 führenden Comic-Zeitschriften der Welt zu katapultieren. Damit hat sich sicherlich die Mannschaft, die das Mosaik gemacht hat, in die Weltgeschichte des Comics eingeschrieben. Sein Mosaik konnte Hannes Hegen nur bis Mitte der 70er Jahre gegen den Willen von Partei und Regierung verteidigen, die dicke Dachs in den Sozialismus reißen zu lassen. Er beugte sich nicht. Stattdessen stellte er seine Arbeit ein. Das machte die dicke Dachs endgültig zur Legende. Die Hefte von damals sind bis heute ein Verkaufsschlager. Auch die Nachdrucker werden zu Zehntausenden verkauft. Wenn in Sachsen die dicke Dachs aus der Druckmaschine gezogen werden, sind die Mitglieder der Fanclubs nicht weit. Mit Kamera und Lupe beäugen sie die Ergebnisse und prüfen, ob sich alles präzise in den Maßstäben von einst wiederfindet. So gelangt das Mosaik zu einem Nachruhm,
der weit über seine einstige Bedeutung in der DDR hinausreicht. Meine Frau hat gesagt, wie kannst du nur heute einen Tag frei nehmen, Tag Urlaub nehmen und dahin fahren, wie das gedruckt wird. Das ist doch, ich meine, aber ich mache das und ich mache es gerne. Und irgendwie hat sie dann doch das Verständnis dafür, meine Frau. Wirklich, ich bin sehr mit dem Mosaik verwurzelt. Und das war ja praktisch das Einzige, was es gab, bis auf die Atze und Frösi. Da kennt man sich auch noch ein bisschen aus. Und da brauche ich keinen Donald Duck. Jetzt vom Heft 1 bis zum Heft 151, als Runkel zu Ende war, die Serie, bin dann zur Armee gekommen. Dann hat meine Mutter immer geschimpft zu Hause, die Hefte liegen rum. Na gut, und bei der Armee war ein Kollege gewesen, da wollte ich unbedingt haben. Da ist im Prinzip für 200 Mark verkauft. Heute könnte ich mich in den Hintern beißen, wenn ich gebissen hätte. Ich will mal sagen, was ich investiert habe, ist ja schließlich mein Geld. Auch wenn meine Eltern manchmal sich ein bisschen an den Kopf gegriffen haben, wenn sie so gefragt haben, was ich so für Schätze wieder mitgebracht habe. Naja, so um die 5000 Mark habe ich bis jetzt investiert, aber was soll's. Am faszinierenden am Mosaik ist halt, wie spielerisch da Wissen vermittelt wird. Geschichtswissen, Technikwissen. Also das fasziniert mich immer wieder. Ich finde, also junge Menschen sollten das lesen. Ja, meine Frau, die hat nämlich also in einer ganzen Reihe Kunstbücher nachgeschlagen und hat was ganz Bestimmtes gesucht zum Thema Ägypten und hat das nicht gefunden. Und da habe ich so spaßenshalber gesagt, schlag doch einfach mal das Mosaik auf und schau nach, ob das dort drin steht. Und da hat sie ganz verzweifelt gesagt, das kann eigentlich nicht sein. In den teuren Büchern steht es nicht und hier ist es in so einer hervorragenden Qualität auf zwei Seiten dargestellt. Besser geht es eigentlich nicht. Ist auch ein bisschen Nostalgie, die mit dranhängt, ist noch ein bisschen DDR, die mit übertragen wurde und die es überlebt hat. Also es ist einfach toll. Hey! Ich hab dich lieb, dies Wort erklärt genug. Du bist sehr schön und außerdem noch klug. Und mir gefällt viel mehr als nur dein Haar. Ich hab dich lieb, seit einem ganzen Jahr. Hey! Und man sollte tatsächlich noch einmal überlegen, den Vorschlag, der 1992 vielleicht gar nicht so unernst gemeint gewesen ist, den Leninplatz nicht in Platz der Vereinten Nationen, sondern in Ritter-Runkel-Platz umzubenennen. Geh nicht mit diesem Jungen, nicht mit diesem Jungen, sagen ihre Tanten, sagen ihre Tanten. Er spielt in einer Jazzband, spielt in einer Jazzband und außerdem noch laut.